Servus, grüß euch, willkommen bei Kult Cut Nummer 4. Wir begleiten euch jetzt auf den Höhepunkt unserer Reise. Quasi die Highlights. Richtig. Spezialist für Höhepunkte, Mac. In allen Belangen des Lebens. Ja, wir greifen jetzt eigentlich das erste Mal bei dem Mini. Pinsel. Entschuldigung. Ja, mit dem Pinsel auf das richtige Malen zu, unter Anführungszeichen. Wir haben da schon unser Wet-Palette vorbereitet mit der ersten Farbe. Wir nehmen unseren Pinsel, unseren Dreierpinsel, Winsor & Newton, unseren Echthaarpinsel und fangen jetzt im Endeffekt mit dem Highlighten an. Was macht man eigentlich genau beim Highlighten? Oder was ist der Sinn dahinter? Beim Highlighten ist immer das, wir haben jetzt zum Beispiel auf das Mini unsere Grundfarben aufgetragen, haben das geshadet und versuchen jetzt wieder die Grundfarben hervorzuheben, beziehungsweise die höchsten Stellen auf dem Mini, diese Kanten und Ecken, und versuchen da Akzente einzubringen. Überhaupt haben wir uns fokussiert auf drei Teilbereiche des Minis, eben das Gesicht, die Waffe und dann nur einen Bereich, den können wir uns dann aussuchen und werden jetzt wieder die Grundfarben ein bisschen hervorheben, so unter Anführungszeichen fast schon ein Edge-Highlight hast das Ganze. Ja. Okay. Passt. Gut. Wenn das so einfach ist, dann bitte. Überzeuge mich. Passt. Ja. Und ob es wirklich ein Highlight, Schrägstrich, Höhepunkt mit seinem Pinsel wird, lassen wir es überraschen. Das sehen wir dann. Bis gleich. Bis gleich. So, wir sind jetzt fertig mit unserer Highlight-Phase, haben alles gehighlightet, das Gesicht, die ganzen Stoffe am Mini, wie die Hose, ein bisschen ledrig und die Waffe dann mit Silber gehighlightet. Ja, schaut eigentlich ganz gut aus. Im Prinzip ist das Mini jetzt fertig, einsatzbereit für den Tisch. Ja, grundsätzlich muss man zum Highlighten nur sagen, dass es eigentlich nicht mehr ist, als wie, dass man die erhabenen Stellen heller gestaltet. Genau, da gibt es verschiedene Sachen. Highlight im Sinne von wirklich mit einer helleren Farbe die erhabenen Stellen highlighten oder einfach das Edge-Highlight, das kommt dann natürlich darauf an, so wie wir es da bei der Waffe gemacht haben, wirklich mit der Kante des Pinsels, der helleren Farbe, in dem Fall mit Silber drüber. Und man muss halt auch noch unterscheiden, je mehr Zeit, dass man also Highlighten ist das, was eigentlich am meisten Zeit kostet. Genau. Muss man sagen, weil es einfach eine feine Arbeit ist, für die nimmt man sich Zeit. Je mehr Zeit, dass man investiert, umso schöner wird es unterm Strich. Ja. Auf die Masse gesehen muss man sich immer fragen, wenn du 10 gleiche Miniaturen am Tisch hast, muss man sich einfach fragen,
ist es tatsächlich notwendig, so viel Zeit zu investieren. Genau. Das wird einfach keiner mitkriegen, aus meiner Sicht. Ja. Genau. Ansonsten war es das jetzt einmal mit From Zero to Hero, Cut Nummer 4. Und wir kommen tatsächlich jetzt da in die Basics im Sinne von in den Endspurt. Genau. Und im nächsten Video zeigen wir euch das heilige Besen. Genau. Was ich bis heute noch nicht verstehe. Weil ich nicht verstehe, wie und weil ich keinen Sinn dahinter sehe. Aber ansonsten wird euch der Mike das natürlich erklären. Nicht ich als Anti-Baser. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Tschüss.